Sieben bunte Kühe liegen auf dem Platz mitten im Dienstleistungszentrum der Commerzbank in Frankfurt. Die lebensgroßen, monumentalen Keramiken stammen aus der Hand der niederländischen Künstlerin Jackie Bow. Sie vermitteln ein Bild der Ruhe. Wiederkäuende Kühe unter dem Schutz der Bäume, Wächter als Erinnerung an die jüngste Vergangenheit. So versteht die Künstlerin ihr Werk. Also ich habe ein heleboel Werk gemacht, um buiten neerzusetzen bei openbare Plätzen. Ich habe Plastiken gebaut, um sie draußen, zum Beispiel in der Nähe von öffentlichen Gebäuden, aufzustellen. Ich vermute, deshalb hat man mich auch nach Frankfurt eingeladen, um da etwas Buntes hinzustellen, um zu verschönern. Oder als Ruhepunkt, sodass die Leute, wenn sie von ihrer Arbeit kommen, dabei ihre Ruhe finden. Die fröhliche Herde der bunten Wiederkäuer betont die Horizontale. Ihre Farben stehen für Vitalität, Freude und Freiheit. Für die Künstlerin gibt es ohne Farbe keine Energie oder Bewegung. Am liebsten arbeite ich mit leuchtenden Farben. Diese Farben bedeuten für mich Freude an der Natur. Verbindung schaffen, eine der Hauptaussagen von Jackie Bow. Verbindungen zwischen optischer und haptischer Wahrnehmung, horizontale und vertikale, Stress und Ruhe, Altes und Neues. Verbindungen zwischen Fantasie und Tastsinn, zwischen Vorstellung und Bedeutung. Doch bis die Kühe ihre jetzige Form hatten, mussten sie einen komplizierten Prozess durchlaufen. Am Anfang steht die Idee. Hier lässt sich Jackie Bow, Kuhweide nahe Irak, bezeichnet die sympathische Künstlerin als ihr Freilichtatelier. Sie studiert die Kühe, beobachtet sie, ist fast Teil der Herde und kommunale Gestalt. Zunächst auf dem Papier geht sie dann in dreidimensionale Arbeit über. Ton ist das bevorzugte Material von Jackie Bow. Die gelernte Keramikerin arbeitet gern mit ihren Händen. In Ton formt und modelliert sie hauptsächlich Kunsttiere. Frösche, Fische, Vögel und natürlich Kühe. Inspiriert ist sie dabei von Naturvölkern. Die Indianer zum Beispiel hatten eine Verbindung mit der Natur, die uns heute fehlt. Die Erinnerung an diese Verbindung ist es, was uns ihre Kunst vermitteln soll. Und dass die Kühe durch ihre Intimität, die ungezweifelt gekreiert wurde. Die Kühe mit ihrer Intimität vor den Gebäuden auf dem neuen Platz fügen etwas hinzu. Die Geschichte von der Veränderung. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn eine neue Ära anbricht, dass wir das Alte mit dem Neuen verbinden können. Das macht mich sehr glücklich. Ein großer Batzen Ton. Grob wird er in die künftige Form gebracht. Noch ist die Kuh mehr zu erahnen als zu sehen. Das Modellieren mit dem Material fordert einen hohen Körpereinsatz. Jackie Bow muss ganz schön kneten, hämmern, schlagen, bis die Tonmassen in die gewünschte Form gebracht sind. Hilfe bekommt sie hierbei von Struktur 68, ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Herstellung von monumentalen Keramikplastiken spezialisiert hat. Ist die Kuh fertig modelliert, wird sie in Teile geschnitten. Die Einzelteile werden ausgehöhlt und müssen nun 3 Monate lang trocknen. Ist der Trocknungsprozess abgeschlossen, werden die Einzelteile zum 1. Mai gebrannt.
Nachdem sie den Brennofen verlassen haben, wird die zukünftige Kuh provisorisch zusammengesetzt. Die Farben werden markiert. Anhand von Glasurmustern werden Nummern für die Farben mit Bleistift auf die Kuhteile geschrieben. Die Farbkombinationen müssen sorgfältig gewählt werden. Die gleiche Glasur bekommt bei einer anderen Brenntemperatur eine andere Farbe. Also müssen die Glasuren anhand von Farbmustern bei einer Brenntemperatur ausgewählt werden. Auch bei diesem Prozess ist die Expertise von Struktur 68 wesentlich. Ein Repertoire von 5000 verschiedenen Farben steht hier zur Auswahl. Was wir anhand einer Modellkuh sehen, wird an den großen Kühen vollzogen. Die Glasuren werden aufgetragen. Die flüssigen, wässrigen Farben lassen nur erahnen, wie sie nach dem Brennen aussehen werden. Ist die Farbe zunächst unscheinbar blass und matt, kommt sie nach dem Brennprozess leuchtend glänzend aus dem Ofen. Die fertig gebrannten Teile werden nun noch einmal pro forma zusammengesetzt. Bei den Brüdern Giuliani schließlich werden die einzelnen Kuhteile auf einen Sockel montiert. Der Sockel wird aus Terrazzo gefertigt, das ursprüngliche Handwerk der Giulianis. Ähnlich Struktur 68 haben sich die Brüder Giuliani auf das Zusammensetzen von monumentalen Keramikplastiken spezialisiert. Um die zusammengesetzten Teile mit Beton ausgießen zu können, müssen die Stege herausgetrennt und individuell zurechtgeschnitten werden. Für Jackie Bow ein nervenaufreibender Prozess. Wird ein Teil falsch zurechtgeschnitten, muss die ganze Kuh neu modelliert werden. Schließlich stehen 7 bunte Kühe zum Abtransport bereit. Nun geht es nach Frankfurt. Mit rund 1,6 Tonnen Gewicht pro Kuh kein leichtes Unterfangen. Jackie Bow platziert die Kühe am Dienstleistungszentrum der Commerzbank in Frankfurt nach ihrer räumlichen Vorstellung. Sie bildet Gruppen, sie schafft Kommunikation. Zum einen sollen die Kühe untereinander, zum anderen mit den Menschen kommunizieren. Menschen und Kühe beleben zusammen den Platz unter Bäumen. Durch die fröhlich bunte Kuhherde am Dienstleistungszentrum der Commerzbank in Frankfurt ist ein Platz der Ruhe und Freundlichkeit entstanden, an dem sich Besucher wie Mitarbeiter gleichermaßen wohlfühlen können. Il vuol via piazzar va trasar.